Hallihallo Freunde und willkommen in Rays Garnison. Ich bin begeistert, die Menschen hier, die Orks hier, die salutieren vor mir. Schaut mal! Das ist cool. Haltet euch vom Voodoo. Ich schnappe mal ein paar Quests. Bereit. Kommt sofort. Ja, Freunde, ab jetzt lese ich nur noch die Questziele, denn sonst dauert das alles hier ewig. Um genau zu sein. Hier gibt's einen Flugpunkt. Hier gibt's, was gibt's hier noch? Was sind das für ein Punkt? Auf der Karte. Was liegt an? Schickt die P uns wieder an die Arbeit. Schönen Tag auch. Okay, ich lese mal kurz vor. Sammelt 10 Kisten mit Sklavenschiff-Vorräten. Dann tragt Skagit auf, dafür zu sorgen, dass die Peons arbeiten. Seht in euer Garnisonslager und findet Chef Peon 2. Okay, also die Peons arbeiten. Tötet Grog. Ganz einfach. Und besiegt... Ach ja, das ist das Haustierkampf, Gedöns. Das können wir momentan leider nicht machen. Ist auch ganz Sagt woanders. Mir, was seht ihr? Drektar macht da coole Moves. Mit fliegenden Steinen und Wirbelstürmen. Das hat was, muss man sagen. Das hat was. Hallo, Chef Peon. Alles klar. Alles klar. Dankeschön, der Herr mit der lustigen Brille. So, wo untersucht das Garnisonslager? Wo ist denn das Garnisonslager? Das, was da so leuchtet? Ja. 105 Ressourcen. Schaut später nochmal vorbei, wenn ihr mehr Ressourcen braucht. Die Peons werden weiter neue Ressourcen in die Truhe legen, während ihr abwesend seid. Cool! Wir können hier quasi Kohle abholen. Okay, Freunde. Schaut gut aus. Ich glaube, alles andere ist außerhalb. Was als nächstes? Architektentisch. Was wir haben. Gamlinisches Präzision. Ja, Freunde, ich hätte jetzt furchtbar gerne den Ruhestein der Garnison, den meine Gildenkollegen vorhin erwähnt haben. Wo gibt's wohl den? Oder kann ich einfach mein Gasthaus hier herlegen? Hi! Wie geht's denn so? Gastwirtin. Ich habe meinen Garnisonsruhestein. Sei vorsichtig, Mann. Ich habe ihn nie bekommen, aber okay. Es zählt auch. Mal alle Ruhesteine da unten hin. Hab eh noch schön Platz. Ich habe übrigens immer noch keine Post, obwohl das Postzeichen an meiner Karte ist. Aber das wird schon auch noch irgendwann gefixt. So wie alles. Ja, Freunde, es mag noch ein bisschen buggy sein, aber habt doch Mitleid mit Blizzard und seinen Mitarbeitern. Ich finde, sie machen gute Arbeit. Also der Hotfix heute Morgen für die Garnisonsquest war zwar dringend nötig, aber kam auch wirklich wie aus der Pistole geschossen. Also, ich war sehr, sehr erfreut darüber. Wow! 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 Ach so, 90 Elite, das geht ja noch. Da ist eine Blume, die will ich haben. Volle Kraft voraus, Captain! Und da geht er down. Machen wir den nächsten auch noch, wenn wir gerade hier Kampfrausch aktiv haben. Gibt bestimmt ein paar IP, die Kerlchen. Gruselige Viecher sind das. Schaut mal, die haben Wolfsköpfe. Ich dachte, mehr Chimären haben Löwenköpfe. Wow, zähe Lederhaut. Wenn uns jetzt noch einer die Blume geklaut hätte, wäre ich, glaube ich, weinen gegangen. Aua, heiß. Und was macht hier so einen Schaden? Doch nicht dieses kleine Tierchen da. Das ist total cool. Gestörte Schrotlinge. Fupp. Droppen Blumen. Wir stören die nämlich, wenn wir die Blume pflücken. Und dann greifen die uns an. Und dann kriegen wir Blumen von denen. Ist quasi wie schon in Pandaria mit der Archäologie. Ist auch hier wieder so, dass bei der Archäologie Ork-Ahnen auftauchen. Wow. Shit, das war knapp. Ich glaube, ich stehe immer noch in der Lava. Uah. Glück gehabt. So. Und hier geht's jetzt weiter. Endlich. Weiter questen. Das sind Kisten.
Ich mag Kisten. Ach ja, Freunde. Und die letzte Kiste. Ein bisschen Lag habe ich im Moment. Das liegt wahrscheinlich daran, dass am Abend ziemlich viele Spieler online sind. Und da hinten ist auch schon Grook. Ich nehme an, dass er Grook heißt. Oder auch Grook. Grook oder Grook oder Grook oder... Ist ja auch egal. Was ist das? Grutusch. Der Herr Plünderer. Wo ist denn der? Ich will da nicht reinloschen. Ich geh lieber zu Grook. Ist nicht in irgendeinem Film einer Grook? Ach ja, bei Guardians of the Galaxy. Aber ich glaube nicht Grook. So ähnlich. Und der konnte irgendwie nur seinen Namen sagen. Der war voll niedlich. Das war ein humanoides Baumwesen. Das war total cool, das Teil. An sich kein schlechter Film. Was geht denn hier ab? Hier tanzen irgendwelche Typis im Kreis. Und da liegt Grook. Guck mal, leckere Ogersuppe. Ogereintopf. Mit Knochen. Naja, man macht doch Suppenbrühe aus Knochen, ne? Wobei der eher so aussieht, als würde er die Knochen essen. Anstatt sie nur zu verkochen. Was haben wir hier noch? Holz. Ah, hier gibt es auch Fleisch. Interessant. Sogar ein Fleischklopfer. Yay! Auf! Auf! Was ist denn das? Auf den gigantischen Riesenoger mit Stacheln an den Schultern? Auf den... Gron? Gron ist es nicht. Die Gron sehen anders aus. So, wir haben Grook getötet. Was könnte denn das sein? Das könnte auch ein gigantischer Ork sein, theoretisch. Aber ich glaube, es ist ein Oger. Hui, die Blume! Meine Blume! Die ist hier einfach so gewachsen. Meine Blume, geh weg! Macht dann jetzt? Ach, Lasteneber, Räuber. Interessant. Hier tauchen Viecher auf. So, ihr Lieben. Weiter geht's, ihr seid in einen Kampf verwickelt. Bin ich nicht? Ich bin immer noch in einen Kampf verwickelt. Jetzt nicht mehr. So, Freunde. Wieso ist die Quest noch da? Wollte ich die nicht schon 10-mal abbrechen? Wieso kann ich die nicht abbrechen? Das ist ja wohl ein Witz. Hallo. Ich will die abbrechen. Draenor. Welt. Da. Mag ich nicht mehr. Abbrechen. Ach, komm schon. Ist doch scheiße. Dann verfolg sie wenigstens nicht mehr. Was ist das für ein Schädel gewesen? Nein, egal. Guru. Na. Der sieht groß und böse aus, der Guru. Das war wirklich ein Berggron. Was ist denn da für eine coole Versammlung? Sehr schön, wir haben die ersten Quests unserer Garnison geschafft, Freunde. Könnt ihr mal jemand spawnen? Ein Gildenchat wird auch gerade geschrieben, dass es ein bisschen instabil ist hier, dieses Vor. Drum stehen die wahrscheinlich auch alle da vorne. Och, Menno. Ja, wir warten.
Könnt ihr mal wieder versuchen, die Post zu leeren? Habe ich lange nicht mehr versucht. Oh oh. Übrigens, Freunde, ich bin Stufe 91. Habt ihr gerade gesehen? Das ist passiert durch die ersten Quests mit Khadgars Gruppe. Ihr wisst schon, die wir mit Kira gemacht haben. Und 100 Punkte Archäologie. Ja, eine Grabungsstelle bringt in etwa so viel wie eine Quest und 20 Mobs oder so. Ja, es ist auch so ganz, ganz gut gemacht. Wieder mal. Blumen sammeln und Archäologie hat mir... Ich war etwa ein halbes Level gebracht. Das habe ich heute Vormittag gemacht, als diese Garnisonsquest verbuggt war. Ja, da gab es sonst nichts zu tun. Ich wollte mir das Land ein bisschen anschauen. Da wir nicht questen konnten. Und jetzt sind wir ganz raus. Tja, Freunde. Alles beim Alten. So, probieren wir es nochmal. Und schon sind wir wieder in Orgrimmar. Aber jetzt können wir einfach die Ruhestein, wollte ich sagen, verwenden. Ah, oh, Freunde, ich bin so müde. Ich war den ganzen Tag unterwegs heute. Dabei hätte ich doch viel lieber hier mit euch gequestet. Weil jetzt ist so viel los, dass das gar nicht geht. Ja, ich denke, ich werde morgen früh nochmal aufnehmen. Das ist, glaube ich, wesentlich sinnvoller als hier jetzt. Mit Gewalt. ein- und auszuloggen. Ja. Ich würde sagen, wir belassen es für heute dabei. Ich schneide die beiden Folgen dann zusammen, dass es wieder 20 Minuten ergibt. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut! Schönen guten Morgen, Freunde! Ja, heute waren Wartungsarbeiten, deshalb konnte ich leider nicht früher anfangen. Die Server wurden bis 11 Uhr gewartet und jetzt sind wir wieder in unserer Festung, in unserer Garnison und können endlich die Quests von gestern abgeben. Das war einmal, was wir brauchen und es gibt noch Ogrons. Wir haben den gigantischen anscheinend ein Ogron platt gemacht. Und was haben wir noch? Ach ja, wir haben die Kisten eingesammelt. Kommt und holt den Voodoo. Im Idealfall habe ich die Folgen zusammengeschnitten, sodass ihr das alles ohne Unterbrechung seht. Arbeitstrupp steht bereit! Dann ist gut. Okay. Findet und erlernt den Garnisonsbauplan für eine Kaserne. Benutzt danach den Architektentisch, um eure Kaserne errichten zu lassen. Ja, 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 ich kümmere mich drum. In die Richtung. Ah, daher, das wird wohl mal die Kaserne. Da ist der Bauplan. Okay. Und dann zurück zu Gaslow. Ein Tisch mit dem Bauplan wahrscheinlich verwenden. Stufe 1. Wir erlernen. Wow. Baukosten und Informationen für das ausgewählte Gebäude werden hier angezeigt. Ihr könnt Gebäude aus der Liste oder von der Karte auswählen. Zieht Gebäude auf die gelben Kreise auf der Karte, um mit dem Bau zu beginnen. Okay. Zieht freigeschaltete Gebäude aus der Liste auf die gelben Kreise auf der Karte. Gebäude können nur auf Grundstücke oder passende
können nur auf Grundstücke der passenden Größe auf der Karte gebaut werden. Machen wir Info wieder weg. Also hier geht es jetzt zum Beispiel nicht. Okay. Passt dort nicht hin. Okay. Aha. Kleiner leerer Bauplatz, großer leerer Bauplatz. Aha. Wird gebaut, eine Stunde noch. Okay. Chef Peon schreit, Arbeit, Arbeit. Wie in Warcraft 3 war es, glaube ich. Nanu, was ist denn das? Stellt das Gebäude fertig. Ja, das dauert jetzt eine Stunde. Dauert es doch nicht. Baracken Level 1. Stehe zur Verfügung! Wie? Garnisonsfähigkeit für diese Zone freigeschaltet. Ihr könnt diese Fähigkeit auf eure Aktionsleiste ziehen. So sollte ich. Sprecht mit Kriegsmeister Zock. Kommt sofort! Ungültiges Ziel. Ruft Streitkräfte aus eurer Garnison herbei, die euch 30 Sekunden lang unterstützen. Heiligsblechle. Haben wir für sowas Platz, Freunde? Ich tu mal die Ruhesteine wieder weg. Dann können wir das irgendwie... Ja, das klingt wichtig. Vielleicht tue ich es mal hier oben hin. Ungültiges Ziel. Okay, da brauchen wir wohl ein feindliches Ziel. Okay, jetzt soll ich mit Kriegsmeister Zock sprechen. Bist du da drin? Ja. Zock, Zock. Kriegsmeister Zock sagt Zock, Zock. Lokta, Kommandant Ray. Klingt cool. Rettet Olin Umberfeld. Vorwärts zum Sieg. Noch was? Kraft. Komisch, gerade waren es noch zwei Quests. Ich bin verwirrt. Übrigens, ich habe einen seltsamen Buff in der Leiste. Der heißt Schamanenstein, stürmische Zornböen. Ihr habt eine Chance, stürmische Zornböen zu erhalten, wodurch ihr schweben könnt und eure Mehrfachschlagchance auf 100% erhöht wird. Ich habe irgendwo einen Stein angeklickt, aber fragt mich bitte nicht wo. Ich habe keine Ahnung. Das ist ziemlich strange. Das war beim Archäologie- und Kräuterkunde-Skillen, als hier nichts ging mit der Garnison. Da habe ich diesen Stein gefunden und angeklickt. Wenn ich ihn finde, sage ich Bescheid. Das war er nicht, leider. Der da vorne. Ist Frosttower, aber der wird gerade bearbeitet. Kann man knicken, oder? Ich schau trotzdem, was ist denn das? Eisranke. Oh, sammelt 30 gefrorenes Pflanzenmaterial. Ui. Ui. Ist vielleicht wegen wegen Kräuterkunde, dass wir das machen können. Klingt gut. Farmt der dieses Schwein? Nee. Das ist ja cool. Steht einfach mal so eine Quest in der Prärie rum. In der Botanik. Huch. Den machen wir vorher mal vor sich selber platt. Schau, jetzt hat dieses Ding geprockt und wir schweben hier in der Gegend rum. Also keine Ahnung, wo das war. Aber wenn ich ihn finde, sage ich Bescheid. Ohne Frostwurz. Nein, verschwind! Oh Mann, Freunde, wir haben die Frostwurz verpasst. Dafür ist jetzt Frosthauer wieder da. Ah, jetzt haben wir 30. Ich schlag einfach mal mit drauf und guck, ob es was bringt, aber ich fürchte nicht, sonst wäre er jetzt schon wieder rot, der Frosthauer, und nicht grau für uns.
Das ist schade, dass manche Mobs nicht geteilt werden und manche schon. Arme Schweini, jetzt ist kaputt. Bereit zur Abgabe, wo denn? Ah, in der Garnison, okay.